Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben jetzt vier Wölfe und einen Raptor und mit denen gehen wir jetzt schlachten. Ich habe noch ein paar Änderungen an den Items gemacht, zum Beispiel einen zweiten Arboreal Circuit, damit wir einfach ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit haben und die Minions mehr aushalten. Dann das Schild. Weil wir auch gehen mit der mit dem Sweep. Swipe und ja, noch bessere Gloves. Und ja, der Ancient Tom ist immer noch mega schlecht, aber wir haben keinen Minion Damage Tom. Das ist Health, Minion Health, Health. Nix. Ja, sieht nicht so aus, also. Ich hätte gerne Minion Damage Tom noch, aber gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich weiß es nicht. Wieso die so schlecht droppen? Ich habe 170 Stunden schon gespielt. Und ich kann euch sagen, das Spiel ist nach 170 Stunden noch nicht langweilig. Also seit Mai letzten Jahres. Das sind jetzt 10 Monate und trotzdem macht mir das Spiel immer noch mega viel Spaß. Vor allem sogar noch mehr Spaß. Das liegt einfach daran, dass die Builds jetzt auch ein bisschen besser balanciert sind, dass man mehr hat und ja, das ist einfach immer noch mehr Motivation macht, neue Builds herauszufinden, weil ich kaum jo, Guides anschauen möchte, weil sie immer in Videoform sind und die eigentlich immer zu lange gemacht wurden. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Wissen hätte, könnte ich auch Guides machen, wirklich in schriftlicher und Videoform und in schnell. Aber ja, es ist echt schwer, da alles auch ein bisschen zu checken. Weil das Spiel sich ja auch ständig wieder ein bisschen verändert, man immer wieder so ein bisschen Probleme hat beim, ja, genau, was man genau will, also wenn man immer wieder Items wechselt und so. Deshalb mache ich ja nicht so gerne Builds wie andere vielleicht. Aber, ja, ich mache ja in den Videos, in Let's Play Parts, habe ich immer wieder recht gute Äußerungen, die euch helfen und ihr dürft jederzeit in den Kommentaren schreiben, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Ich kann es jederzeit natürlich auch gerne ein bisschen ja, erklären im nächsten Video oder direkt bei den Kommentaren drin. Jo. Und ich werde sicher in den nächsten 2-3 Monaten genau wieder 170 Stunden spielen, so wie ich sehe. Jetzt ist momentan Champions of Regnum nicht gerade so rewardable, also dass man es einfach spielen kann, damit man weit kommt, sondern eher ja eben wieder ab und zu spät, weil man eigentlich gar nicht mehr so schnell vorwärts kommt. Deshalb habe ich viel mehr Zeit für Last Epoch und ich werde es auch nutzen. Nur spiele ich natürlich auch sehr viel Wolken. Oder eher Wolzen. Man, die Leute wollen alle, dass es Wolzen heißt. Na gut, ich schnapp's dann auch. Und das macht, das sind wir fertig. Haben wir denn das gesagt, wo doch wichtig ist? Da unten, ne? Slow ist natürlich auch cool. Ah, der Raptor wurde zurückgesetzt. Okay. Was haben wir hier genommen? Ich glaube, da waren wir zuerst hier unten. Ja. Der Raptor wurde zurückgesetzt. Mist. Immer wieder ein Spell wird zurückgesetzt und ich merke es nicht. Wenn man einen anderen Charakter wählt. Wieder mal ein Spell zurückgesetzt. Das müssen wir fixen. Das ist sowas so dumm, wenn man ja immer wieder neu skillen muss, die Ding. Ja, ihr seht, es ist schon noch recht buggy, das Game. Aber gut. Und vielleicht ist es auch gewollt. Aber auf jeden Fall haben wir da trotzdem mega viel Spaß. Also, ich könnte einfach nicht aufhören. So gesuchtet.
Ja, und deshalb habe ich jetzt auch wieder den anderen Bild, den anderen, den ich gesagt habe, den anderen Charakter, eigentlich bis hierhin gebaut. Der ist sogar ein bisschen noch weiter. Und der one-hittet jeden Gegner. Er ist so mächtig OP, dass ihr wahrscheinlich ja staunen werdet, wenn ich den auch mal zeige. Aber ich möchte ihn noch nicht zeigen, weil er ist wirklich in einer Prä. Die Skillung gibt es, glaube ich, gar noch nicht so richtig bei den anderen Spielen. Sehr, sehr selten anzutreffen, wahrscheinlich. Und deshalb, ja, will ich da noch nicht so viel äußern. Ich will ihn komplettieren, also zumindest ein bisschen fertig machen. Und dann zeige ich ihn euch. Könnt ihn dann auch als Let's Play auch zeigen, also wirklich ganz von Null auf wieder. Weil er ist, ja. Ich habe so ein bisschen die Hintergrundmechanik ein bisschen ausgehebelt, weil, ja, diese sollte man eigentlich ja immer auf irgendein Spell berufen, wenn man drei Spells oder so verwenden kann. Das geht eigentlich schon ziemlich gut. Also, ich bin jetzt momentan in Last Epoch immer wieder ein bisschen am Denken, also muss man immer nur einen Skill einsetzen oder so, kann man nicht irgendwie kombinieren. Und dieser Bild, der kombiniert. Zwei Minions, ja, drei Minions eigentlich, ja, drei Minions mit einem Spell und mit Warten. Das Warten muss man nicht mehr eigentlich, weil das Bild schon so stark ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dass man halt einfach mega safe ist. Und vielleicht wisst ihr jetzt auch, was ich mache. Aber den möchte ich eher am liebsten ganz schnell hochbringen, deshalb mache ich den nicht im Let's Play. Ja, ich spiele natürlich tausendmal schneller, wenn ich alleine zocke. Das merkt ihr jetzt zum Beispiel auch, aber ich besiege einfach alle Minions wegen den, ich besiege einfach alle Gegner wegen den Minions, so herum. Und deshalb geht es auch nicht so schnell, wie ich möchte. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Eigentlich will ich ja Item finden jetzt. Langsam wieder mehr Items droppen, die besser sind für mich. Das Spechvisier. Diese Gegner sind so lustig, weil sie so picken wie ein Specht. So, was haben wir denn? Haben wir jetzt hier eigentlich immer noch 5, 13, 19, 20? Nein, hier haben wir nicht. Geht. Das steht hier oben auch. Oder bleibt es bei 20? Weiß es nicht. So, jetzt ist es schwer, weil jetzt haben wir die Auswahl zwischen ein paar neuen. Trotzdem möchte ich die alten eigentlich noch skillen. Ja, dann müssen wir das nehmen. Defensiv ist immer wichtig. Und der Raptor hat jetzt dieses Dribbling Blut. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, ist noch keine 1 gewesen, okay. Ja, ich setze keine Minion-Skills an, ich setze nicht mal mehr den Sprung ein. Das ist so gechillt, weil es schwer, so leicht ist, nicht so schwer tragen. Aber ich bin heute echt schon extrem am Trainieren gewesen. Bis erst 9 Uhr, wie ihr seht. Ich bin mega am Trainieren schon gewesen. Schon so längere Zeit wach. Besser ist Konzentration oder weniger. Gut. Ja, schmerzt, alle Muskeln schmerzen. Speedtraining machen momentan. Aber das ist okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Schädel oder so sind sehr stark, obwohl ich kein Spell Damage habe. Da das nur beim Minion Kill ist. Ich mag Spells nicht so. Die blocken nach einem Minion Kill. Und, ja, das ist eigentlich glasklar. Man hat halt nicht immer die Kontrolle über das, wenn man manchmal gegen den Boss kämpft und so. Und ja. So, wir müssen jetzt ins Outcast Camp. Okay. Und, dort noch einen Skillpunkt abholen. Das Geschenke sind mir immer mega motivierend.
Skillpunkt Quests forever. Jojo. Minionhelfer. Nehmen wir mal mit. Und jetzt ins Outlaws Camp. Outcast Camp. Ach Gott, englische Sprache, schwere Sprache. Sag ich jetzt extra, Deutsch ist natürlich viel schwerer, aber das kann ich wenigstens schon. Schon recht lange, gut. Ich bin ja Schweizer und Schweizer haben immer Probleme mit schwereren Sprachen, weil Schweizerdeutsch eigentlich eine der einfachsten Sprachen ist. Da kann man sagen, was man will. Man hat eben die Dialekte und für irgendwas ist es immer ein Dialekt. Also wenn man zum Beispiel sagt No oder Nope, dann ist es auch ein Dialekt, obwohl es Englisch ist und Deutsch ein bisschen, ja, umgangssprachlich. Also es ist alles Schweizerdeutsch, finde ich. Jede Sprache ist Schweizerdeutsch, merkt euch das. So, jetzt haben wir den anderen Skill auch mal angeskillt. Also den Passiv-Note. Und jetzt können wir wieder auf Minion-Damage gehen. Auf den rechts unten scheinbar. Ja, und dieser Aspekt des Highs. Aspekt of the Shark ist es gleich, oder? Ja, Aspect of the Shark ist ziemlich gut. Also, jetzt noch nicht, wenn wir dann geskillt haben. Weil hier oben haben wir zum Beispiel Multiple Times. Aber es ist nur noch 60% aktiv. Wenn wir das so richtig gut procken können, dann macht das uns eigentlich so richtig zu einem mega stark schnellen Kämpfer. Und wir haben noch Minions. Und die Minions sind brutal stark jetzt schon. Ihr seht es, wie schnell wir eigentlich die Gegner killen können. Dank unserem richtig tollen Partyplay, hä? Liebe Wölfe, Traktor. Das ist einfach krass. Das ist, es zeigt wirklich, dass wir wirklich ziemlich einen guten Bild haben. Der auch wirklich, ja, Minions. Kommt mal hier hin, ich hab mal A gedrückt. Ja, sie kommen. Aber ein bisschen langsam. Also es zeigt wirklich, dass das Spiel uns auch AOP sein lässt. Es ist nicht so wie Path of Exile, wo immer alles genervt wird. Es ist einfach ziemlich gut. Ich mag's so. Es muss jetzt nicht immer so mega schwer sein. Es kann ja auch mal ein bisschen leichter sein, oder? Dafür immer noch interessant sein. Raptor, killt, schnell wie möglich. Wow, nicht mal eine Sekunde überlebt. Das ist gut. Ja, und jetzt müssen wir langsam uns auch noch defensiver machen. Wir sind genug stark. Für ein paar Level über uns. Und trotzdem kommen noch ein bisschen Schaden über. Das müssen wir ganz negieren. Das geht nicht. 100%. Ja. Werden wir aber dann mal sehen. Ich bin auf jeden Fall positiv aufgestellt. Und ja. Der Armor Point Penetration, der macht auch unseren Job. Ist richtig cool. Aber wir suchen immer einen Glancing Blow. Und da gibt es einfach sehr selten noch. Ist auf Level 60. Recht oft. Together! Greifen alle an. Ja, Baby. Wir können irgendwie machen, dass der Sprung die Minions mitbringt. Dann können wir immer hüpfen. Und die Minions nehmen wir bei mir. Das ist einfach krass. Das müssen wir einfach dann beim Sprung skillen, aber. Weil wir ihn noch nicht geskillt haben, ist er halt immer so langsam. Und dann ist halt mega schlecht. Poison Damage können wir vielleicht mal mitnehmen. Der ist nämlich klein. Sehr gut. Ja. Wir haben übrigens hier immer noch doppelt das Swipe. Also dann können wir auch dann gleich mal noch ersetzen. Mit einem Tempest Strike ist auch nicht so wichtig. Muss ich hier nicht mehr.
Aber ich weiß nicht, was ich noch nehmen soll. Ding. Der Dan ist tot. Fähigkeitstot, genau. Ja, nehmen wir den mit. Also, dann mal Skills. Ist das? Haben wir den gar nicht freigeschaltet? Ich suche und finde nicht. Der ist bei einem anderen. Ah, der gibt's noch nicht. Der wird hier freigeschaltet, also Frenzy Totem. Der wird gleich freigeschaltet, dann haben wir den Ersatz. Genau. Hey, jo. Ist praktisch. Wie die bluten, das ist so niedlich. Das könnten wir eigentlich auch noch machen, aber was müssen wir eigentlich hier noch machen? Rampage? Irgendwas? Das hier wollten wir nehmen. Also dann müssen wir hier oben durch. Effekt ist besser als das. Ja, ist beides gut, aber wir gehen jetzt mal oben durch. So. Damit wir überhaupt noch das Rampage haben, weil ich will es nicht mehr einsetzen. Ja. Der Tee ist dieses Mal sehr bitter. Ich trinke sehr oft Tee, so 3-4 Mal pro Tag. Weil das hat so eine gute Wirkung, dass die Tabletten einfach abstinken. Also so Schmerztabletten oder so, die wirken bei mir sowieso nicht. Und dann haben wir halt nämlich immer Tee, also vor allem nur Tee. Und also Kamillentee, genau. Lindenblütentee. Zitronenblättertee. Orangenblättertee, genau. So Sachen, die einfach dem Körper helfen, gesund sind. Das ist voll, dann nehmen wir hier weiter. Ah ja, Aspekt, also der Chase. Genau, und irgendwo haben wir noch. Ah, das ist ja only one minute. Irgendwo haben wir noch da Stärke. Aspekt of the Power. Können wir eigentlich so auch nochmal mitnehmen. Nur so. Aber hier haben wir jetzt das Shred. Das ist natürlich auch sehr praktisch, aber haben wir eigentlich eine gute Proc-Chance? Einfach immer alle 5 Sekunden. Ist jetzt noch nicht so gut. Aber jetzt haben wir den Frenzy Toad im Tür. Dann haben wir noch Etros bei Skis, genau, der Wolf. Da haben wir ja gesagt, wir gehen auf das hier. Ja, wir brauchen mehr Schaden. Schauen wir kurz. Ja. Ich bin immer noch so arm, dass ich kein zweiter Pitch habe. Aber jetzt habe ich endlich das, was ich verpflichtet war zu zahlen, weg, oder? Ich bin wieder schuldenfrei. Nein, ich war nie schuldenbelastet, aber ich musste schon recht vieles abgeben. Und jetzt könnte ich eigentlich immer wieder mehr Geld ausgeben. Deshalb gibt es bald ein zweites Bildschirm für mich. Ja, werden wir dann sehen. Ist noch nicht so zukunftssicher, also dass ich jetzt wirklich ein Bildschirm holen kann. Ich muss ja auch noch ein Mikrofon kaufen. Und irgendwie Kopfhörer oder so, so ein Headset, weil das ist für mich ein bisschen umständlich. Wegen den Haaren, die zupft sind wir wieder, aus wegen diesem blöden Headset, das ich mir dann tragen muss. Weil so locker sitzt und dann so ein bisschen halber vom Kopf fällt, zupft es einfach die Haare ein bisschen aus. Das ist nicht so gut. Und die müssen dann natürlich auch immer arbeiten und wachsen. Oh, ist recht stark, sind tot. Ich hätte es nicht gedacht, aber ja, zwei, sondern eine Fähigkeit benutzen. Und ist nicht schwer.
Boah, wie schnell wir sind. Unbedingt dann noch Skin. Dann haben wir eigentlich alles. Also zwei Minions. Den Totem. Ein Swipe-Angriff. Und noch den Sprung. Ja. Also wir haben es geskillt. Und die Fähigkeiten auch noch haben, dann, damit wir sie skillen können. Wir haben es geskillt. Also, ja. Bis alle Level 20 sind, dann sind wir erst geskillt. Ja. Aber der Bild, der ist wirklich Oberpro mega stark. Und wenn ihr wollt, dass ich ein leichteren Bild spiele, ja, ich kann auch ein leichteren Bild spielen, aber ich möchte ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Wenn ihr wollt, dann muss ich nicht so schnell vorwärts kommen, aber einfach ein besseres Bild ohne euch spielen, damit die nicht gelangweilt werden. Ich denke, ihr seid sowieso bessere Zuschauer als bei anderen Kanälen, wenn wir wieder motzen. Ja, mach mal ein bisschen vorwärts und so. Ja, ich habe gute, aber echt. Ja, es gibt Leute, die haben natürlich noch bessere, aber das ist mir egal. Ich bin jetzt schon glücklich mit so wenig Abonnenten. Also andere werden irgendwie mit 1 Million Abonnenten noch nicht glücklich sein. Weil sie natürlich ja auch so wichtig, stark und glorreich sein müssen. Ja, ja. Die Sucht des Menschen, immer besser zu sein, ist nicht so gut. Ich bin froh, dass ich hier zocken darf. Es könnte ja auch sein, dass ich irgendwie blind und abstumm oder so bin. Irgendwie einfach Probleme habe mit irgendwelchen Sachen, also ich Armut habe oder sonst irgendwas. Ich bin glücklich, dass ich gamen kann. Ich bin einer der glücklichsten Menschen auf der Erde. Nur zeige ich, muss ich das nicht zeigen, oder? Trotzdem habe ich sehr große Barrieren. Also das ist einfach auch ein bisschen nervt, oder? Dass es Barrieren gibt. Aber trotzdem ist es auch wirklich ein wunderbares Leben. Und ich habe so gute Kollegen. Ich mache alles Negatives sofort wieder zu einem positiven Erlebnis. Und das ist das Wichtige. Aber den Menschen ist es nicht mehr wichtig, irgendwas zu machen. Irgendwie nur einen Job machen oder sonst irgendwas. Sonst nichts. Und das ist kein Leben. Also nur abhängig vom Job bist. Sogar gezwungen wirst. Bei Champions of Brecken wurde ich gezwungen, E-Tail zu machen. Wow. Fand ich richtig nett. Hey, geh doch endlich mal E-Tail studieren und Regen zocken. Nee, will ich lieber nicht. Mir reicht es, wenn ich zocken kann und Fußball spielen kann. Ja. Da waren wir hier. So. Noch weiter. Kloppen. Also diese Gegner hier, die Pika, Chimeras, die haben mich so genervt mit vielen Befehls vorher. Es ist plötzlich alles so leicht. Zum Beispiel wieder Feuerball-Skill, das Ding. Die haben so viel ausgehalten, so viele Feuerbälle ausgehalten und sind trotzdem immer bei mir gewesen. Ich hatte immer Angst, dass ich nicht sterbe. Mit diesem Bild, ja. Ich sehe sie nicht mal mehr, ich klopfe sie einfach weg. One Hit. Totem einfach mal One Hit zerstören. Wieso gibt es keinen Totem, der Minions beschwört? Das wäre auch cool. Einfach gar nichts mehr machen. Einfach immer nur noch Totems platzieren und die Minions machen alles weg. Ja, von mir aus, also. Es ist nicht unbedingt so. Ich liebe ja Builds, die recht schwer sind, aber so lange kann ich die nie immer zocken, weil es mir auch ein bisschen langweilig wird, weil ich so viele Bücher
pflücken. Ah, wow. Das ist ein bisschen zu stark. Manche Zauber sind einfach nicht ausbalanciert. Das ist einfach schlimm. Wie viel Damage ich jetzt gerade kassiert habe. So, da denkt man sich, ja, man ist relativ tanky und dann plötzlich wird man lebensbedrohlich verletzt und nicht so. Mhm. Immer im Ladebildschirm ein bisschen trinken. Ich wette, wir machen extremsten Schaden bald. Jetzt haben wir so ungefähr 340er Kriegs. Oh, so ein schlechtes Item. Dass wir einfach ungefähr 43 Schaden machen. Und so 10 Levels. Und das Doppelte. Weil jetzt langsam werden wir noch viel stärker. Und viel Tank hier. Haben wir mit dem Glancing Glow, das ich jetzt bald ausrüsten kann. Ja. Wir werden sehen. Das ist sicherlich gut. Gut, der Minion Damage steht. Ja, so viel Minion Damage ist es auch nicht. 40 was. Aber. Was können wir denn entkraften? Poison Protection, das ist eigentlich ziemlich gut. Hier haben wir Minion Damage. Brauchen wir unbedingt so viel Minion Damage? Weil ich nehme vielleicht eher das, weil die Bienen eigentlich schon recht stark sind. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in diesem Level immer noch recht stark sind. Hm. Ja, es ist leider Typen, was sie im Ding stärker macht. Ja. Also wir sind bleed, wir brauchen nicht so Crit Chance, aber wir müssen einfach zu diesem Teil kommen. Deshalb müssen wir einfach das nehmen, was das Teil so bekommt, das er haben muss. Lassen die uns einfach mal ein bisschen alleine. Wir haben alles gekillt. Ich bin überzeugt, dass wir dann nochmal Lebensgeld. Das ist schon mein Lebensgeld. Ja. Ach komm. Ich will zur Kiste. Liebes Spiel. Was ist denn wieder? Der Baum im Weg oder was? Poison Damage. Ja, jetzt sind wir wenigstens rübergekommen. Aber irgendwas ist hier im Weg. Na gut. Ja, rauslaufen können wir aber. Ja. Ich weiß nicht, die Leiche war wahrscheinlich im Weg. Also der zweite Minion und dann die Leiche war irgendwie. Das war ja in Diablo 2 auch so. Dass manche Minions einfach einen den Weg versperrten, obwohl die Minions eigentlich durchlaufbar sind, wenn sie tot sind. Irgendwas im Bug. Ist ein bisschen schade. So, Wölfchen, ihr habt ja immer noch gewonnen. Gut. Ah ja, jetzt müssen wir leider ein paar beenden. Ich werde noch zum Waypoint laufen, aber das ist ja immer so ein schlechter Weg hier, der eben nur geradeaus geht. Ja, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Draco. Tschüss.